Und plötzlich war Battleboy Basti mit seiner Brille nicht mehr im Fokus des VBT-Geschehens. Alle wollten nur noch wissen, wie Komplex ohne Jacke aussieht. Gerüchte gingen um, dass er sie in Vorrunde 1 ablegen würde. Dann der denkwürdige Moment. Ah ne, hat ja gar keinen interessiert, du Spasti. Yo, Komplex, wer bist denn du, verdammt? Du hast doch locker seit 20 Jahren Dicks in dir drin, wie der Wu-Tang Clan. Wie viele College-Jacken hast du eigentlich rund im Schrank? Du Nutte, hör, dann zieh mal noch 100 runter an und nicht mal. Dann bist du so fett, dass du mich im Battle verwunden kannst. Ich schaute mir deine Runden an und dachte, warum ist der Wack MC nicht unbekannt? Der ist doch locker allemal verdient, oder was? Du bist zwar mit deinem Frontex zufrieden, aber jetzt, wo du meinen hörst, musst du auch einen Komplex besiegen. Wir sind komplett verschieden. Ich bin damit beschäftigt, Rap zu machen, du damit ihn aus dem Kontext zu ziehen. Deine Runden dieses Jahr sind wirklich blamabel. Wo ist dein Ghostwriter aus dem Viertelfinale? Ey, du wirst dich fatal, wenn du denkst, das VBT wäre ohne dich nicht nur ein VBT. Ohne dich, du Nutte, kriegst das Geld nicht. Du wirst hier nur in den Po gefickt. Yeah, Nigga, ich bin wirklich gespannt auf deinen Gegnerbezug. Fang doch an mit den Knietfiguren. Ey, ich schwör, das hat noch nicht jeder versucht. Doch was willst du machen? Ich bin praktisch nicht angreifbar. Willst du sagen, ey, der dope Typ, der die Punchlines hat? Jetzt ist noch wichtig, das geht mir nicht ums Geld. Das ist eher so, dass ich mich als Märtyrer des Volkes sehe. Die paar erbärmlichen Euros gehen dann unverzüglich an meinen Psychiater aufgrund der schwerwiegenden Folgeschäden. Hat ja nicht jeder so einen Behindertenkomplex wie ich hier am Start. Yeah! Hey Komplex, ich find dich richtig witzig. Aber nur so lang, bis ich hier nicht mehr kitzel. Alter, sing noch mal ne Hook, ich schwör, das ist der Shit. Also echt, Props an mich. Hey Joe, wenn ich deine Mutter ficke, dann machst du zum Verständnis besser die Untertitel an. Und das Einzige, was die Nutte dann sagt, ist, du bist ein Spaß und bummst mich noch mal.